Hallo Leute und willkommen zurück zu Endless Space 2 mit den Hisho. Also, wir sind hier im Diplomatie-Scan. Da kommt man übrigens hin, wenn man einmal ganz raus scrollt und dann der Taste drückt. Oh. Und da sehen wir hier, dass wir schon 1, 2, 3, 4, 5 Heimatsysteme erobert haben. Das sind unsere Verbündeten, macht 6. Da oben haben wir einen Außenposten im Heimatsystem der Craver. Das zählt da praktisch auch als 7. Und dann müssen wir hier noch von den Vodjani das Heimatsystem einnehmen und das System von Lumeris. Lumeris, das Heimatsystem, haben wir noch nicht gefunden. Aber da haben wir schon mal ein paar Flotten entsendet. So. Ja, Horatio sind wir auch im Krieg. Können wir hier direkt mal loslegen. Und oh. Ja, es kostet, also das Thema zu besetzen kostet 15k. Und jetzt die Heimatsysteme haben wir dann auch immer besetzt. Und wir haben ein Gesetz, das uns für jedes kolonisierte System ohne Verehrung der Ahnen in der Liste minus 1k gibt. Aber wir werden mit Sicherheit jetzt fleißig kämpfen und dann auch wieder k bekommen. Hier, Heimatsystem der Vodjani. Ein Wirtschaftsleviathan. Hat sich zurückgezogen. Das gab halt jetzt nur 1k. System bewachen und Bodenschlacht. Ja. Wir haben hier halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Transporter. Die halt speziell jetzt für die Bodeninvasion ausgerüstet sind. Da sehen wir halt jetzt eine deutliche Überlegenheit. Und los geht's. Aber erstmal die Luftwaffe. Dann die Panzer. Und dann haben wir noch unsere Infanterie. Okay, das sah für mich jetzt so aus, als hätten die noch was überbehalten. Aber gut. Ja, können jetzt sagen besetzen, das wird uns halt 15k kosten, oder wir sagen unterdrücken, müssen dann in der nächsten Runde halt nochmal angreifen, um es dann zu besetzen. Das machen wir mal, weil wir müssen eh noch das Heimatsystem von Lumeris finden. Oh, haben halt jetzt ein bisschen K generiert. Und das ist kein Problem. Die werden sich auch zurückziehen, weil wir so überlegen sind. Ja. Ich habe aber 2,2k, weil ein Schiff beim Rückzug zerstört wurde. Okay. Dann schlagen wir hier nochmal zu.
Und... Oh, einmal unterdrücken. Und dann sind wir schon bei 100k. Ja, also wenn man fleißig Krieg führt, dann kann man das auch sehr schnell wieder auffüllen. Ah, hier senden wir nochmal Fördersonden aus. Können wir uns ja gleich unser Heimatsystem nochmal anschauen. Ist ja schon sehr beeindruckend. In den ganzen Fördersonden. Ist auch noch ein Leviathan unterwegs. So. Das System zerstören wir. Dann können wir mit dem Leviathan Fördersonden starten. Ganz viel Dust. Oh, einmal ein Blick in unser Heimatsystem. Und das deaktivieren wir einmal. Dann kriegen wir hier halt. Aber man muss das halt mal mit dem Basisbetrag. Basisertrag vergleichen. Also normal wäre halt jetzt 10 Nahrung, 4 Industrieproduktion, 4 das, 4 Forschung pro Bewohner. Und darunter sieht man dann die Fördersonden. War schon sehr extrem. Okay. Wandelt einen Bewohner in 500 Dust um. Ja gut. Das müssen wir jetzt natürlich nicht machen. Ja. Aber so kommen wir halt auf 25.000 Forschung, 19.000 Dust, 17.000 Industrieproduktion, 3.900 Nahrung, ja, und 1.100 Einfluss, wobei jetzt die Fördersonden mit dem Einfluss nichts zu tun haben. Das ist schon sehr schick. Ah, hier die Upgrades. Da müssen wir jetzt uns eigentlich auch keine großen Gedanken mehr drüber machen. Ja, wir könnten das System jetzt hier auch noch erobern. Aber so haben wir nicht. Wir suchen das Heimatsystem von Lumeris. Der Leviathan, der hat einen Traktorstrahl eingebaut. Das heißt, die Gegner können nicht fliehen. Ja, das kann man natürlich auch noch bauen. Um deutlich mehr Ressourcen zu bekommen, also strategische und Luxusressourcen.
Alle Schiffe bewegen. Und ja, Level up. Ist okay. Oh, das ist natürlich auch stark, ja. Das same. Plus 2 auf alles. Oh, Bewohner. Aber der Held ist einer Flotte zugewiesen. Das heißt, wir nehmen hier die 6 Bewegungspunkte. Waffenstillstand mit Imperium. Wem ist das Imperium denn verbündet? Mit Horaz, ja. Ja, von mir aus. Haben wir das? Und hier können wir dann noch mal was bauen. Ja, wenn wir jetzt hier Mecha-Anzugviertel bauen, dann kriegen wir halt auf alle Luxusressourcen plus 1 und hier auf Orikaikix plus 2. Ja, das mache ich jetzt einfach mal halb blind. Strahlender Flug. Es gibt dann nochmal Rumpfpanzerung. Wachen. Ah, ich sollte noch schicken. Ja, könnte man einnehmen. Aber wir wollen eigentlich nur noch das Heimatsystem haben. Bei Votiani. Da kann man natürlich jetzt auch nochmal das System einnehmen. Da haben wir ja nur ein bisschen gesund gestoßen, was Kay anging. Diese Systemverbesserung. Die ist natürlich super. Unser Heimatsystem auch. Als prozentuales. Das heißt, alles, was wir da an Fördersonden reinkriegen, dann nochmal um 10% erhöht. So. Heimatsystem. Und das innerhalb von einer Runde fertig, weil wir so viel produzieren. Ja, und dann wandeln wir hier 50% von unserer Produktion in Forschung um. Und den wandeln wir zu einem. Würden wir zu einem Moloch umwandeln, wenn wir denn noch strategische Ressourcen hätten. Hat er nix. Kalkix. Amantian. Antimateria. Okay. Und dann aufwerten zum Moloch. Braucht er jetzt 2 Runden. So, und die Votiani nicht vergessen. Ja.
Fertig. Und Blitz. Oh. Ach so, besetzen. 15k. Ah, jetzt wird es schon langsam ein bisschen düster. Aber nur ein bisschen. Bisschen Verteidigung hier rein. Wachen. So, und jetzt sind wir, was die Siegpunkte angeht. Ei. 7 von 9. Ich würde den Außenposten berücksichtigen als Siegpunkt. Ja, man könnte halt jetzt extrem viel Care ausgeben, um die Kolonie zu gründen. Aber okay. So, Bewegungspunkt erhöht. Schiffsabsorption, aber nur für das Heldenschiff selbst. Und ja, hier und dort, wenn wir mit unseren Flotten langfliegen, und dann schicken wir unsere Sonden ein bisschen so aus. Die werden fliehen. Obwohl. Ach, Forschung. Ist eigentlich nicht mal so wichtig. Feuerinstitut. Ja, okay. Das ist natürlich etwas. Das war bisher nur treue Stiftung. Treuinstitut gibt es da noch. Das wusste ich gar nicht. Das ist halt die Spezialisierung der Hisho. Dass es da zwei Stufen von gibt, das wusste ich, aber jetzt gibt es noch eine dritte. Kriegen wir Probe wo da. Dann drei das, drei Nahrung, drei Industrieproduktion und drei Forschung. Okay. Aber. Um etwas für die Zitadelle und für die Verteidigung bei Bodeninvasion gegen einen selbst. Heldendenkmal. Da kriegt man deutlich mehr K. Und das ist passiv, also. Ja. Ja, gut. Ja, Lumers, wo habt ihr euer Heimatsystem? Wir kämpfen ja auf jeden Fall. Und ihr könnt euch nicht zurückziehen, weil da ein Traktorstrahl dran ist.
Reichweite. Reichweite wäre bei uns jetzt sogar besser, wenn wir näher dran sind. Wow. Aber ich glaube, danach darf man nicht gehen. Man muss das ja auch immer noch dann damit multiplizieren, was das eigentliche Schiff dann auf welcher Distanz für Schaden macht. Ja. Also man muss den Moloch ja jetzt viel stärker berücksichtigen als den Falken. Oh. Also klar, wir haben jetzt hier drei Falken und die sind auf lange Distanz nicht effizient, weil sie halt Raketenabwehr eingebaut haben. Darf man sich aber nicht in die Irre führen lassen. Okay. Dann. Wenn wir euch auf langer Distanz bleiben, dann. So. Der Moloch macht das schon. Und jetzt haben wir hier auch Bomber. Sind die schon da? Weiß ich nicht. Oder sind die jetzt erst hier unterwegs? Oha. Das wird wehtun. Das tat weh. Oh, Raketenwaffen haben reingehauen. Die Raketenwaffen vom Moloch. Aber die Bomber, die hatten irgendwie keine Lust gehabt. Na gut. Also, da ist noch ein Zivilschiff. Und wir fliegen einfach weiter. Aha.
Da haben wir das Heimatsystem von Numeris entdeckt. Ah, hier nochmal ein bisschen die Level-Ups machen. Aber... das machen wir jetzt ganz schnell. Dann haben wir hier noch einen Kampf. Da sind wir aber deutlich überlegen. Jawohl. Und ja, System zerstören, denke ich mal. Das, was am meisten K gibt. Ja. Es gab 5K. Das haben wir. Und das haben wir dann bald auch. Ach, wegen der letzten Stelle muss man ja so nochmal wegfliegen. Na gut. Kein Problem. Kooperativvertrag. Ja. Wissenschaftlicher Militärkomplex. Das ist ja schon sehr stark. Und Kriegssysteme. Da gibt's dann... okay. Ja, sehr stark für die Verteidigung. Kostet aber Nahrung und Last. Ja. Mal einfach ein bisschen was rein. Zack. Tatbewahr der Nation abgeschlossen. Erreiche als erster 60 Bevölkerung in deinem Imperium. Föderiertes Beschaffungsamt. Minus 25% auf das und Nachrüsten von strategischen Ressourcen. Okay. Das wird jetzt 30 das kosten, den umzuwandeln. Da ist ein Moloch bereit, der möchte ein Handelsabkommen. Können wir mal einen Kooperativvertrag anbieten. Ja. Ja, haben sie angenommen. Kostet 150. Was? Das. Kostet 150 Einfluss pro Runde. Und der maximale Effekt, ja, das steigert sich dann stufenweise. Ist 5%. Produktion auf unsere Systeme. Also sämtliche Produktion, das, Nahrung, Industrie und Forschung. Angriff. $0,2K für einen Leviathan. Na gut. Ein Zivilschiff.
Und der kann sich jetzt zurückziehen. Wir haben jetzt keinen Moloch mit einem Traktorstrahl dort. Da müssen wir eine Runde noch warten. Dann gibt es noch einen Leviathan. Ich kann noch keine Bodeninvasion starten. Oh, einmal hier gegen die Arche kämpfen. Dann haben wir gleich das Spiel gewonnen. Währung der Ahnen. So. Hier noch einmal angreifen. Fertig und Invasion starten. Keine Transporter dabei. Eng 2. Ah, es dauert dann vielleicht mehr als eine Runde. Schauen. Ja, dann müssen wir nächste Runde nochmal angreifen. Währung der Ahnen. Und. Ah, okay. Währung der Ahnen. Ja, das wäre natürlich jetzt super vom Seimat-System, aber wir machen hier ja nochmal die Bodenschlacht. Das ist sogar noch ein bisschen aber übrig geblieben. Netter Systemname, RFGC und so weiter und so fort. Und da haben wir's. Setzen. Through your actions, this universe. So, jetzt müssen wir tatsächlich bei den Kaivern noch den Außenposten in eine Kolonie umwandeln. Das kostet 35k und die 35 haben wir. Und dann oder irgendwas vergessen. Ich schwimme eine Runde weiter. Während der Ahnen. Ja, überall. So.
Da haben wir es geschafft. Ah, zusammen mit den Riskgeborenen haben wir hier den Überlegenheitssieg errungen. Warrior or priest, reformer or traditionalist, the Hisho are united. We still wield the ancient blades and the ancient ways. For even in this modern galaxy, tradition holds great power. My blade is complete. My people reign supreme. And we are just beginning. Ah, wunderbar. Oh, das da mal natürlich ordentlich angehäuft. Wissenschaft. Helden. Militärisch. Militärisch hätte man sogar noch viel stärker sein können, aber wenn man dann am Ende zwar noch die Moloche gebaut, aber nutzen keine Schiffe mehr. Ja, die ganze Zeit waren wir militaristisch und hatten eine Diktatur. Alles klar, ja, wunderbar. Gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.